Ein Assassine. Lauter leichte Rüstung. Ich möchte dir das alles mitnehmen. Kann ich das alles mitnehmen? Ich meine, der hier Gewicht 2,4. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 6 geht nicht mehr. 2. Wie viel Uhr ist denn jetzt? 12 AM. Okay, passt. Das war Kurzwaffe, die kommt weg. Da habe ich die Hosen. Das sind drei. Nein, Rüstungswert 11. Die Hose. Rüstungswert 1. Anziehen. Rüstungswert 11. Beide. Rüstungswert 3. Anziehen. Rüstungswert 11. Beide. Da habe ich hier 1 und 1. Anziehen. Rüstungswert 11. 2. Und dann haben wir noch. Das war's, glaube ich. Ah, nein, hier die Schuhe. Stiefel der dunklen Bruderschaft. 11 und hier nur 1. Vollkommen ausgerüstet. Haha. Bis auf den Brustpanzer. Den ich nicht trage. Wieso trage ich? Ach, ich trage. Ach, genau, weil ich noch keinen hatte. Ich hoffe, der ist noch da dann. Handeln. Du magst nichts davon, okay. Bringen wir dies schnell hinter uns. Ich sollte es also eine Wache melden. Mache ich dann. Ist das eigentlich eine neue Quest? Aufgaben? Die dunkle Bruderschaft greift an. Ja, machen wir doch die Quest. Haha, melden wir es einer Wache. Aber erstmal zu unserer Lieblingspfandleiherin. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich hoffe doch. Ja, sie hat wieder Geld! Okay. Weg, 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 weg. Waffen weg. Hier habe ich, glaube ich, nichts. Okay, aber ich hätte eigentlich auch gedacht, dass der viel schwerer ist. Ich bin früher immer an denen gestorben. So, dann noch. Meister. Geselle, Meister. Dann kommt der weg. Und Geselle kommt weg. Okay, das war's. So. Wie viel Geld gibt das jetzt? Das sind jetzt hier 40 plus 9 plus 9 plus 17 plus 12 plus 10 plus 12 plus 22 plus 40 plus 2 mal 4 plus 10 plus 40 plus 80. 309. Und sie gibt uns 147. Versuchen wir mal die 309. Natürlich nicht. 228. Nein, 188. Schon 167. Nein, einer zu viel. 157. Ja, das sind ganze 10 mehr. Aha, sie trägt den Helm lieber als den anderen, den wir ihr gegeben haben. Völlig ausgerüstet. Okay. Ich würde gerne nachsehen. Ist tatsächlich beschädigt. Meine Kleidung ist auch, das ist auch beschädigt. Es ist alles beschädigt. Ich würde gerne. Reparaturzange, Schmiedehammer des Lehrlings. Ja, kaufen wir den. Das sind Wert 6.
Sie gibt uns 5. Vielleicht auch für 3? Nein, aber 4. Komm schon. Nein? Schade. Ja, Moment mal. Ich wollte ja eigentlich gleich mal reparieren. Reparatur gelungen. Nicht. Ich generell muss ich sagen, das Reparatursystem von Morrowind, das finde ich so geil. Auch in Oblivion. Ich hab Stunden damit verbracht, einfach nur irgendwas kaputt zu kriegen, damit ich es wieder reparieren kann, weil ich es so geil fand. Okay. Ich konnte nicht alles reparieren, dann kaufen wir uns noch einen. Was wollt ihr von mir? Einen aber nur. Der hat 10. Und 9 gibt sie uns. Versuchen wir mal 8. Nein. Okay. Schmiede mal das Lehrlings. So. Ich muss auch mehr üben. Ich habe Schmiedekunst nur 5. Ich glaube, ich werde auch jedes Mal, bevor ich etwas verkaufe, werde ich jetzt reparieren. Dann steigt auch der Wert hoffentlich. Die hat wieder 4. Komm schon. 8? Nein. Komm schon. Nein. Hat einfach nicht geklappt. Vielleicht sollte ich doch mal alle 4 kaufen. Komm schon, das wären dann viel weniger, wären 34. Nein. 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 Ah, ein weniger, okay. Das heißt, ich habe jetzt Plus gemacht. Schmiedehammer des Längs wurde aufgebraucht, aber wir haben ja zum Glück gleich den nächsten. Okay. Jetzt habe ich mir doch ein paar zu viel gekauft. 2 Stück zu viel. Ja, aber der letzte Hammer hat, glaube ich, gar nichts gebracht. Naja. Machen wir auch gleich ein bisschen Alchemie. Wir haben ja ein paar neue Sachen, oder? Nein, wir warten noch. Wir warten noch. Dunkel ist es. Dann gehen wir zurück zur Taverne und holen uns jetzt das Bruststück. Vielleicht mache ich doch noch Alchemie. So, die Leiche. Ich glaube persönlich war Leiche beseitigen früher damals da, weil die PCs ja eigentlich eher schwach waren früher für das Spiel. Und dann konnte man die Leichen beseitigen und so ein bisschen Renderaufwand wegnehmen. Aber mein PC sollte das lassen. Ich lasse die Leichen einfach da. Das soll uns daran erinnern, dass der erste war, der uns angegriffen hat. So. Geil. Im Look der dunklen Bruderschaft. Wir haben jetzt auch Rüstung 9 insgesamt. Obwohl alles Rüstung 11 hat. Naja. Aber wir können die Brust noch reparieren. Okay, nur noch einer zu viel gekauft. Aktuell zumindest. Ja, um 3 Anwendungen. Einen zu viel gekauft. Oh, Moment mal, ich könnte auch noch Wilots Gnade. Ein bisschen Heilung. Ja, was kann ich für euch tun? Eigentlich nichts, oder? Ach egal, machen wir noch schnell Alchemie. So, haben wir festigen Intelligenz irgendwo? Festigen Intelligenz. Festigen Intelligenz. Oder wisst ihr was, das mache ich in jeder Aufnahme einmal.
Weil das dauert immer so lange und dann können wir zumindest ein bisschen was sammeln. Ist doch in Ordnung, oder? Wir haben es in dieser Aufnahme schon einmal gemacht, also lasse ich es auch. Vorerst zumindest. Dann gehen wir jetzt zur Schneiderin zurück. Da haben wir ja noch einiges zu stehlen. Das Zeug liegt alles noch da. Die Fackel nehme ich schnell weg. Jetzt kann ich die nicht mehr mitnehmen. Dann lasse ich das. Wir rauben dich, Haus, und du kannst nichts dagegen tun. Sie sieht uns immer noch nicht. Wer zwei? Das lasse ich. Jetzt sieht sie uns, okay. Dann komme ich da wohl nicht so gut ran. Dann lasse ich das. Obwohl, vielleicht von hier. Kann ich da noch irgendwie gut rankommen? Irgendwie. Komm schon. Ja! Das habe ich gesehen. Das ist doch. Oh nein, wann habe ich zuletzt gespeichert? Nein, bevor ich angegriffen habe. Oh Mann, ich zahle das jetzt. Ich zahle das jetzt. Wachen! Wachen, ich möchte zahlen. Warum sucht man mal eine Wache, dann ist sie nicht da. Da vorne ist eine. Und? Was wünscht ihr? Und es ist dir vollkommen egal. Oder kommt sie jetzt echt zu mir? Nein. 54. Ja, okay, zahlen wir halt. So, geht schon. Aber es drin, Rallen, Lalo. Wo ist denn das mit. Jemand hat uns angegriffen. Wahrscheinlich muss ich eine Wache anreden und keine Halalu-Wache. Und? Was wünscht ihr? Ich hoffe, sie greift uns nicht nochmal an. Nein. Oh, das Zeug habe ich immer noch. Nein. Alles weg. Fuck, ich habe nur noch 89. Nein, das geht gar nicht. Das geht nicht. Ich lade nochmal. Dann kill ich den Typen halt nochmal. Oh Mann, das ist voll für den Arsch. Das geht gar nicht. Jedes Mal, bevor ich stehle, muss ich ab sofort. Oh, ein Ogrim. Muss ich ab sofort also. Wie heißt das nochmal? Speichern. Aber ich glaube, die Tränke muss ich nicht unbedingt trinken. Vielleicht Wohltat noch schnell. Obwohl, das hat 20 bis 80. So viel Leben habe ich, glaube ich, gar nicht, oder? Leben? 45. Da würde das ja auch reichen. Das wären 20. Und kostet nur 5 Mana. Kann ich öfter benutzen. Ja, jetzt wieder dieser Bug. Jetzt mach schon. Blockier dir nicht die Tür. Er blockiert die Tür. Vielleicht, wenn ich hier nach hinten gehe. Okay.
er weggeht dann. Nein, funktioniert nicht. Irgendwie. Mensch, ich hatte vorhin so viel Glück, dass ich den rausgekriegt habe. Mach schon, geh auf! Mensch, aber es war auch kein Autosave, nirgends im Manno. Automatische Autosaves wären schon geil. Wie habe ich das vorhin geschafft, dass er weggeht? Okay. Vielleicht Feuerball. Machen wir mal. Das hat ihm tatsächlich geschadet. Ja! Jetzt kann ich dich besiegen! Okay, ich dachte eigentlich... Ja, die Rüstung hat sich verbessert. Okay. Das war viel einfacher als beim ersten Mal. So. Der hier hat Gewicht 2,4. Wenn ich jetzt erstes... Also es war sowieso alles besser. Aber ich trage noch irgendetwas. Vorhin hatte ich Vorhin konnte ich alles bis auf... Ach, weil ich jetzt die Brust genommen habe stattdessen. Genau. Vielleicht geht das noch. Nein, geht nicht mehr. Dann hauen wir aber eins von den anderen weg. Das hier. So, dann wird das hier zumindest schon mal gespeichert. Und dann gehen wir jetzt... Dann heilen wir uns noch und dann gehen wir jetzt zur Pfandleiherin. Eine Fackel möchte ich nutzen. Muss ja alles weggehen. Wir brauchen ja weniger Gewicht. Ja, was kann ich für euch tun? Einiges. Ich möchte von dir Sachen haben. So, das sind 40, 46. Ja, 42 nehmen wir einfach mal. Das. Vielleicht 38? Nein. Ja, zwei Draken gespart.